Könnt ihr euch noch an meine Befürchtung von letzter Woche erinnern? Da meinte ich noch, dass Daisy mit Sicherheit bald mit ihrem ersten Freund nach Hause kommt. Mit bald dachte ich, in ein paar Monaten oder wenigstens Wochen. Sie hatte ja noch nicht mal ihren ersten offiziellen Schultag an der Highschool. Und plötzlich steht dieser junge Mann vor der Tür. Spencer oder Sydney oder wie auch immer sein Name war. Ein Footballspieler. Daisy meint, sie seien nur Freunde. Aber ich sehe doch, wie sie ihn ansieht. Ach, sie werden viel zu schnell erwachsen. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 21. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part ist ja einiges passiert, also wir waren hauptsächlich mit Daisy und Violet unterwegs. Und zwar haben wir Copperdale ein wenig erkundet und Daisy hat auch einen jungen Mann kennengelernt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist sein Name Spencer und er ist Mitglied des Footballteams. Was ihr von ihm haltet, weiß ich jetzt leider noch nicht, da das Video noch nicht online ist, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr ihn genauso liebt wie ich. Auf jeden Fall haben wir Daisy und Violet im letzten Part ja sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt und deshalb möchte ich in diesem Part ein wenig mehr mit Ivy spielen und natürlich auch mit unserer lieben Emma. Aber bevor wir reinstarten, noch eine kurze Erinnerung, das kennt ihr ja schon, folgt mir gerne auf Twitch. Ich streame dort regelmäßig, nämlich derzeit zweimal die Woche. Und am 18. September findet dort mein 10-Stunden-Stream statt. Dort wird es jede Menge Sims 4 und natürlich auch andere Spiele geben. Und außerdem werden auch Gewinnspiele stattfinden. Also schau gerne vorbei, ich freue mich. Aber gut, dann starten wir jetzt ins Spiel hinein. Das ist ein sehr untypisches Bild, um in den Part hineinzustarten. Denn hier haben wir jetzt endlich unser erstes Gemälde der Kinder. Also wenn ihr euch noch dran erinnert, eine Regel war ja, dass wir jedes Kind zeichnen. Und Emma kann endlich genug malen, dass sie ihr erstes Kind zeichnen konnte. Und zwar haben wir hier unsere Ivy. Ich habe es auch benannt, Ivy Potter und in Klammer 2. Also, dass wir eben sehen, dass sie das zweite Kind ist. Die Erstgeborene ist nämlich Daisy. Oh, und Daisy geht es auch ziemlich schlecht, aber sie kommt schon alleine klar. Auf jeden Fall müssen wir eben jedes Kind zeichnen. Und ich glaube, im Teenageralter passt das ganz gut. Wir haben noch Sommerferien. Niemand macht einen Ausflug irgendwohin. Und ich glaube, eben im Teenageralter passt das ganz gut. Und das werde ich jetzt gleich mal aufhängen und dann werde ich das hier oben platzieren. Platzieren wir das einfach da. Vielleicht können wir das ja so nach der Reihe machen, also dass wir hier noch Daisy hinmachen, dann hier Violet und hier dann alle anderen. Übrigens, falls ihr euch fragt, wie ich das gemacht habe, ich habe hier einfach ausgewählt nach Vorlage malen. Also das gibt es eben hier. Und dann habe ich Ivy eine Pose machen lassen, damit es auch wirklich ein schönes Bild ist. Und ja, es gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin schon gespannt, was ihr davon haltet. Aber auf jeden Fall, wie versprochen, heute dreht sich alles um Ivy. Wie ihr seht, es ist hier auch alles aufgeräumt und im Inventar haben wir jede Menge Sachen. Ivy hat jetzt auch Erziehungslevel 1 erreicht, alles klar. Denn Emma und Ivy waren beide sehr, sehr fleißig. Oh oh, ich glaube, der Fuchs möchte sich unsere Hühner holen. Wir werden Kamala verjagen. Heißt der Kamala? Kamala, ja, ist eine Seniorin. Ja, du brauchst jetzt als Seniorin nicht mehr anfangen, unsere Hühner zu essen. Leben noch alle Hühner? Fridolin, Bertha und Adelheid. Sehr gut. Hier ist übrigens auch schon ewig ein Brutei drinnen und aus irgendeinem Grund schlüpft das einfach nicht. Keine Ahnung warum. Hier, okay, hier haben wir ein verdorbenes Ei. Das werden wir verkaufen. Aber gut, sie hat den Fuchs jetzt verjagt und dann werden wir uns jetzt auf in die Stadt machen. Und zwar hätte ich gesagt, dass sich Ivy einfach ein wenig umsieht. Also zuerst schauen wir am Markt vorbei, dort werden wir dann alles verkaufen. Und dann kann sie sich ja einfach ein wenig umschauen, vielleicht die Nachbarn kennenlernen, vielleicht mit der Bürgermeisterin sprechen. Das ist ja irgendwie ihre Fast-Oma, also es war zumindest kurz mal ihre Stief-Oma. Ja, und dann schauen wir einfach, was wir so finden. Aber zum Beginn reisen wir jetzt gleich mal wieder zum Hanford Restaurant. Und hier sind wir. Es ist tatsächlich noch ein bisschen dunkel. Ah, okay. Was hat sie jetzt erfüllt? Ein Gartenbeet für dein Heimatgrundstück kaufen. Das ist nicht passiert. Ach ja, genau. Das hätte ich fast vergessen. Ich habe ja überlegt, ob wir bei ihr als Challenge nehmen, dass wir das Landschaftspflegerinnenbestreben erfüllen. Ich glaube, das ist etwas anspruchsvoll, aber vielleicht schaffen wir das ja.
Okay, was gibt es hier? Also ein Kuh, Huhn oder Lama kaufen. Das ist sehr, sehr einfach. Ich hatte für diesen Part ja ohnehin geplant, dass wir eine Kuh kaufen. Dann fünfmal mit einem Fuchs, Hasen oder Vogel Kontakte knüpfen. Und dann müssen wir einfach noch in Hanford und Bagley ein wenig herumreisen. Und dann haben wir das erste Level des Bestrebens auch schon abgeschlossen. Wen haben wir denn hier? Ist hier irgendjemand, mit dem wir gerne sprechen möchten? Nein. Okay, nicht sonderlich spannend. Dann gehen wir hier mal rüber. Da ist noch immer nicht Kim. Wer bist denn du? Ralf Schwarz. Okay, alles klar. Ich glaube, Kim wird nie mehr wiederkommen. Aber Ivy wird jetzt einmal handeln, dann werden wir Objekte verkaufen und dann werden wir auch gleich Ware kaufen. Denn wenn ich mich richtig erinnere, brauchen wir noch Mehl und Zucker und eben all das, das wir nicht anpflanzen können, damit wir eben weiterhin kochen und Sachen einmachen können. Und? Funktioniert das? Ja, wir bekommen Rabatt. Sehr, sehr gut. Das freut mich sehr. Ich glaube, wir werden jetzt reich. Also, wir haben 56 mal Basilikum, blaue Marmelade, 11 mal Pilze, 14 mal eingemachte würzige Pilze, 10 mal Mayonnaise, 2 mal den Mega-Vital-Dünger, aber den verkaufe ich jetzt nicht, weil den brauchen wir wahrscheinlich später für den Garten, 48 mal Petersilie, 30 mal Salbei, 3 mal Schokoladensirup, 3 mal Tomatensauce und einen anderen Vitaldünger, aber den werde ich jetzt auch aufbehalten. Noch einen anderen Vitaldünger, aber den werde ich jetzt auch nicht verkaufen. Und dann bekommen wir einfach 2000 Simoleons. Sehr, sehr gut. Also eine Kuh können wir uns schon auf jeden Fall leisten. Und vielleicht kaufen wir noch ein paar andere Dinge. Gut, und was werden wir jetzt kaufen? Wir brauchen Mehl. Ich kaufe jetzt einfach mal 10 mal Mehl. Das wird ohnehin nicht schlecht. Und dann noch Zucker. Ich kaufe auch einfach 10 mal Zucker. Ich glaube, das passt ganz gut. 200 Simoleons, das ist in Ordnung. Wir haben noch immer mehr als 2000. Gut, dann schauen wir uns einmal um. Wer ist denn hier? Wer bist du? Ach, das ist die Pubbesitzerin. Das sind wirklich immer andere Leute. Und hier? Hier ist es noch immer Agnes. Okay, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich dachte, das liegt am MC Command Center Mod. Den habe ich abgedatet, aber anscheinend hat das nichts bewirkt. Hier ist Agatha. Okay. Hier ist der Koch, der wieder mal hier draußen glitscht. Wer bist du? Aiden Bloom. Alex. Und hier haben wir Simon. Und was macht Ivy? Sie stellt schmutziges Geschirr ab. Gut, aber dann haben wir hier jetzt genug Zeit verbracht. Ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal weiter. Und zwar reisen wir hier oben jetzt einfach irgendwo mal hin. Hier wohnen die Hanks. Hier wohnen Charm. Oh, genau. Und hier hat die Familie Shaw gewohnt. Und hier wohnt noch immer Coco ganz allein. Ich habe einfach auf Coco vergessen. Und ihr habt mich auch nicht erinnert. Wisst ihr was? Wir reisen jetzt zu Coco. Dann lernen wir ihn kennen. Und dann werden wir ihn adoptieren. Ich weiß, normal frage ich da eher nach eurer Meinung. Aber wir leben auf einem Bauernhof. Ivy liebt Tiere. Und hier ist ein Hund, der ganz allein ist. Vor allem, wenn ich richtig gesehen habe, ist sie schon eine Seniorin. Oh, hier ist Coco. Senior, okay. Ein Senior, es ist doch ein Männchen? Oh. Er war ja nicht so nett zu uns. Oh, wahrscheinlich geht es ihm total schlecht. Wir werden einmal mit ihm spielen. Geben wir ihm. Können wir ihn streicheln? Dann kannst du ihn streicheln und dann müssen wir ihm ein Leckerchen geben. Er hat sicher schon ewig nichts mehr gegessen, weil die Chance leben ja schon ewig nicht mehr da. Oh, der arme Hund. Okay, dann werden wir ihm gleich mal die Freundschaft anbieten und werden ihn loben. Ende des Sommers. Morgen findet das Sommerfest statt. Also für morgen habe ich einen Feiertag erstellt, Ende des Sommers. Und die Zwillinge haben Geburtstag? Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Aber wait, ich wollte eigentlich die Alterung wieder auf länger einstellen. Ich habe sie jetzt hier auf Gameplay, auch auf lang, aber ich verstehe es nicht ganz, weil es ist nicht lang. Vielleicht muss ich es einfach neu starten. Also auf jeden Fall ist morgen eben ein Sommerfest. Und vielleicht haben auch die Zwillinge Geburtstag. Aber das schauen wir dann. Das heißt, vielleicht gibt es dann im nächsten Part ein kleines Familienfest. Dann werden wir ihn einmal bürsten. Wobei er sieht eigentlich ganz schön aus. Also ganz sauber aus für das, dass er schon so lange allein ist. Oh, und sie ist jetzt auch sehr glücklich, weil sie eben bei einem Hund ist. Und wie gesagt, er wird jetzt Teil unserer Familie. Vorher muss sie natürlich noch ihre Mutter fragen. Sie wird jetzt Emma ganz kurz anrufen und mit ihr plaudern. Und da sagen wir dann einfach, dass sie sie fragt, ob das in Ordnung ist.
Schnell, Ivy, ruf deine Mutter an. Okay, sie tut so, als würde sie über Sport reden. In Wirklichkeit redet sie über den Hund und erzählt sich, ja, ich war jetzt im Dorf unterwegs und dann habe ich gesehen, dass ein Haus ganz verlassen ist und da lebt nur ein Hund. Mir kommt vor, dass das der Hund von Lenny war, aber irgendwie haben sie den ganz alleine gelassen. Und deshalb stimmt sie natürlich zu und wir werden Coco jetzt zu unserer Familie hinzufügen. Und hier haben wir jetzt Coco, er ist jetzt Teil der Familie. Und da wir 2000 Simoleons haben, werden wir jetzt gleich mal nach Hause schauen und dann werden wir Sachen für ihn kaufen und können gleich unsere Kuh kaufen. Auf die freue ich mich auch schon sehr. Ich habe jetzt nur leider noch keine Namensvorschläge von euch für die Kuh, weil das Video ist ja noch nicht online. Also könnt ihr mir auch gerne noch unter diesem Video Namensvorschläge dalassen. Ja, Coco, das ist jetzt dein Zuhause. Okay, was passiert hier? Emma ist wieder am Zeichnen, sehr, sehr gut. Daisy tanzt und übt wahrscheinlich schon für ihr Cheerleader-Team. Schule ist doof. Ich könnte arbeiten gehen und mein Leben leben. Ich brauche doch nicht mehr zur Schule, oder? Das fragt tatsächlich Daisy. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil sie ist ja unsere Einzelschülerin. Aber ich denke, dass sie der Second-Hand-Laden im letzten Part so beeindruckt hat, dass sie jetzt irgendwie gerne was mit Mode machen möchte. Aber wir sagen natürlich, du brauchst einen Abschluss, um erfolgreich zu sein und sagen ihr einfach, hey, mach die Schule fertig, du kannst dich dann noch immer selbstständig machen, wenn du wirklich was mit Mode machen möchtest. Daisy ist irgendwie ganz aufgebracht, weil sie Stimmungsschwankungen hat. Keine Ahnung wieso. Ich weiß auch nicht genau, was hier abgeht. Und Daisy hat auch eine Nachricht am Sozialhasen. Ach, das ist das von ihrer Schwester, sie hat eine Nachricht bekommen. Ivy, was geht? Daisy hat uns das geschickt vor 6 Stunden. Ich glaube, da haben wir noch geschlafen. Reagieren wir einfach mal drauf mit dem. Alles klar. Dann haben wir hier Daisy. Was passiert bei Daisy, Sozialhase? Follower-Update. Deine Followerzahl hat sich heute um 42 verändert. Sehr, sehr gut. Daisy wird langsam sehr beliebt. Navai hat gepostet, das Mittagessen ist ideal, um Freundschaften zu schließen. Wer möchte sich mit mir anfreunden? Wow. Genau so habe ich sie eingeschätzt. Aber wir reagieren natürlich drauf, weil Navai ist ja so die Queen der Schule und Daisy möchte sie beeindrucken. Dann hat uns Keiko geschrieben, Daisy, wir sollten uns treffen und Zeit miteinander verbringen. Oh, ist das süß. Ja, wir sagen ja. Und dann können wir eigentlich Spencer zur Kontaktliste hinzufügen. Er heißt nicht Spencer. Er ist Sydney. Wow. Ich habe den ganzen Part Spencer gesagt. Natürlich meine ich Sydney. Sydney Price. Den fügen wir jetzt zur Kontaktliste hinzu. Und dann kann sie ihm eigentlich gleich eine Nachricht schreiben. Und zwar schreiben wir ihm eine kokette Nachricht. In Wirklichkeit traut sie sich das natürlich nicht, aber ich glaube, beim Schreiben ist sie ein wenig mutiger. Was hat sie ihm geschrieben? Komm mit mir zum Plumbit Pier. Ich habe einen Platz für uns im Knuddelscooter reserviert. Daisy möchte sich also gleich wieder mit Sydney treffen. Was ich hier aber zum Beispiel nur komisch finde, hier steht gar nicht, dass wir das an Sydney geschickt haben. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Und dann können wir eigentlich einen neuen Post machen. Und zwar posten wir über unsere Hausaufgaben eine selbstsichere Story, weil wir sind immerhin die Beste in der Schule und niemand kann uns etwas anhaben. Die Hausaufgaben sind erledigt. Ich bin bestens auf den Unterricht vorbereitet. Ja. Und das liken wir selbst, weil wir sind cool. Ja. Ich sehe es schon, Daisy wird eine Influencerin. Können wir noch jemanden taggen? Und dann wird sie jetzt einfach mal Navai taggen und eine freundliche Nachricht schreiben. Okay, und sie schreibt wieder, Navai hat einen krass genialen Style, jeder Tag ist eine Offenbarung. Daisy, du musst dich schon ein bisschen anstrengen, du kannst nicht einfach jeden Tag dasselbe schreiben. Violet, was geht in deinem Sozialhasen ab? Das ist ganz schön stressig. Violet hat 16 Follower. Christian möchte auch mit jemandem zum Mittagessen gehen. Ja gut, du schreibst jetzt einfach auch mal Christian eine freundliche Nachricht. Christian, ich bin so froh, mit dir befreundet zu sein. Oh, ist das süß. Dann schaue ich noch ganz schnell, ob sich hier schon etwas geändert hat auf Trendy. Nein, wir haben noch immer keinen Käufer. Aber gut, da wir jetzt Geld verdient haben, können wir jetzt endlich ein paar neue Sachen kaufen. Wie gesagt, kaufen wir jetzt eine Kuh und dann müssen wir eben natürlich noch Sachen für den kleinen Coco kaufen. Viehstall, sehr, sehr gut. Oder sehr viel größer, als ich es in Erinnerung habe. Sehr gut, das passt super. Und dann brauchen wir noch Dinge für unseren Coco. Tiere. Dann stellen wir hier mal einen Napf hin. Der kommt einfach hier hin. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann kaufen wir noch eine Hundehütte. Also es gibt irgendwie nur diese. Und das ist eine Custom-Content-Hundehütte. Ich habe keine Ahnung, warum es vom Spiel selbst keine gibt.
aber stellen wir die einfach hier nach draußen in dem dunklen Holz. Das ist ganz schön. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Bett, und zwar ein großes. Und das könnten wir eigentlich oben in Ivys Zimmer stellen. Ich hoffe, Coco kann da oben schlafen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Und das machen wir dann natürlich in grün. Und vielleicht, um ganz sicher zu gehen, geben wir ihr hier unten noch ein Bett. Geben wir auch einfach eines in das Zimmer von Emma. Ja, das sieht doch ganz süß aus. Und das machen wir einfach in so einem Rot. Das ist ganz schön. Perfekt. Brauchen wir noch was für ihn? Nein, eigentlich nicht. Wobei, ein Ball wäre noch cool. Kaufen wir einen Ball. Den geben wir dahin. Und hier unterhalb können wir noch so ein Deckchen hingeben. Das ist sehr, sehr süß. Perfekt. Dann haben wir auch alles für unseren Coco. Und dann kann Ivy jetzt gleich mal die Schüssel füllen und Coco zum Fressen rufen. Und dann werden wir auch gleich eine Kuh kaufen. Und zwar braune oder gefleckte? Ich glaube, wir nehmen zu Beginn gleich mal eine braune. Oh, da ist unsere Kuh. Wie heißt du denn? Bella. Okay, in der Zwischenzeit heißt jetzt einfach Bella. Und wie gesagt, schreibt mir gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Ups, ich bin jetzt auf Violet. Ich möchte auf Ivy. Du wirst jetzt Bella putzen, dann wirst du sie füttern, dann wirst du sie melken. Dann können wir kein Leckerchen geben, weil wir haben keins. Und dann werden wir einen Witz über glückliche Kühe erzählen. Oh nein, jetzt habe ich die Kuh mit Violet gekauft. Und nicht mit Ivy. Und deshalb hat sich das jetzt nicht erfüllt. Daisy, hat sich dein neuer Freund schon gemeldet? Also dein zukünftiger Freund? Da ist nichts passiert. Es hat jemand geliked. Hat er es geliked? Schreiben wir ihm einfach auch noch eine SMS. Sagen wir einfach, er hat es geliked. Und wir schicken ihm jetzt einfach eine SMS. Und fragen so, hey, was geht ab? Geht es dir gut? Ja, gut. Und dann kann Emma auch mal mit Coco Bekanntschaft machen. Wir werden ihn streicheln. Wir werden ihn kennenlernen und dann kann sie ihm bitten, das Geschäft zu erledigen. Ich hoffe, er geht dann raus und bleibt nicht hier drinnen. Oh, 6 Flaschen Milch haben wir bekommen? Wow, das ist wirklich viel. Sydney meldet sich gerade bei Daisy. Hä? Ist das ein Bug? Das finde ich gerade gar nicht so cool. Also ich habe mich gerade voll gefreut und dann habe ich es richtig gelesen. Also ich lese es jetzt einfach mal vor. Hey, das könnte lustig werden. Sydney Price möchte mit Emma Potter auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gehen. Ist sie damit einverstanden? Also wir werden da natürlich jetzt auf keinen Fall klicken. Und ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass er nach Erlaubnis gefragt hat, ob er mit Daisy auf den Abschlussball geht. Weil das ist schon ein bisschen creepy. Deswegen auf keinen Fall. Und Sydney ist jetzt auf einmal hier? Hä? Was passiert hier? Warum ist er hier? Egal, er ist da. Und dann wird sie sich jetzt einfach auch mal mit ihm unterhalten. Wir werden ihm eine fesselnde Geschichte erzählen. Und dann können wir eine Gruppe mit ihm bilden. Also, wie gesagt, ich bin mir jetzt noch immer nicht ganz sicher, was passiert ist. Für mich hat er einfach nur gefragt, ob er mit Daisy gehen darf. Und Emma hat gesagt, sie sollten sich vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Und deshalb werden die beiden jetzt hier gemeinsam zum Hanford-Restaurant gehen und einfach eine Kleinigkeit zusammen essen und sich ein bisschen besser kennenlernen. Das war aber wirklich ein seltsamer Bug. Hattet ihr das auch schon? Weil Emma kannte Sydney ja nicht einmal. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Ja. Und hier sind wir. Wir haben vorher auch eine Benachrichtigung bekommen. Die Angebotsdauer für den Artikel Flowerly Daisy auf Trendy ist abgelaufen. Oh, das Objekt wurde in dein Inventar zurückgelegt. Okay, dann bieten wir es jetzt einfach nochmal an. Outfit auf Trendy verkaufen. Und dann geben wir halt einfach 250 an. Vielleicht kauft es dann ja jemand. Gut, und wir unterhalten uns noch ein bisschen mit Sydney. Wir werden ihm eine brillante Idee mitteilen. Und dann können wir uns hier irgendwo hinsetzen. Dann setzen wir uns hier hinten ins Eck. Das finde ich auch ganz schön. So, und die beiden sitzen jetzt hier. Dann können wir gleich mal für den Tisch bestellen. Wir haben jetzt 15 Uhr und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie auch noch nicht so wirklich gegessen. Dann wird er jetzt eine Creme-Cola trinken. Sie trinkt einen Orangensaft. Und dann können sie ja eine Kleinigkeit essen. Er ist ja Sportler. Das heißt, er isst irgendetwas Gesundes. Hähnchenbrust. Das essen doch Sportler, oder? Und sie isst einen Caesar-Salad. Das passt sehr gut. Perfekt. 32 Simoleons. Das ist in Ordnung. Hey, wieso gehst du weg? Sydney, bleib doch da. Okay, er kommt wieder. Sehr gut. Sydney!
Irgendwie ist dieser Sim ein bisschen nervig. Wir werden ihm noch eine dramatische Geschichte erzählen. Dann können wir ja ein bisschen lustig sein. Wir werden ihm einen Insiderwitz erzählen. Dann können wir ihn nach seinem Tag fragen. Daisy ist traurig. Trauriger Freund, weil er in der Nähe eines emotionalen Sims ist. Anscheinend ist Sydney jetzt traurig, weil er nicht mit Emma zum Abschlussball gehen kann. Wow. Also ja, sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Aber die beiden sind schon süß zusammen. Also ich finde, die könnten sehr, sehr gut zusammenpassen. Haben sie jetzt noch irgendwelche Erinnerungen zusammen? Oh, jetzt ist er auch verschossen in sie. Schwärmerei. Wie lieb ist das? Oh, das ist so süß. Können sie irgendwie gemeinsam zum Abschlussball gehen? Ja, aber sie wird ihn nicht fragen. Ich glaube, das traut sie sich nicht, vor allem, weil er halt auch älter ist. Und das Essen ist da. Dann können die beiden jetzt etwas essen. Daisy, was machst du? Warum essen sie im Stehen? Das ist irgendwie nicht so ein schönes Date. Es ist sehr chaotisch. Dann werden wir noch einmal die Bewunderung ausdrücken und den Moment genießen. Und dann werden wir uns aber von ihm verabschieden und gehen wieder nach Hause. Und jetzt haben sie noch ein Gefühl miteinander erhalten. Zusammengewachsen durch gute Zeiten. Oh. Also die beiden haben sich gerade erst kennengelernt, aber sie verstehen sich schon so gut. Aber das Date ist jetzt trotzdem vorbei. Also Date. Sie waren ja eigentlich mehr freundschaftlich etwas essen. Es ist ja noch nichts passiert. Aber wir gehen jetzt einfach mal nach Hause. Ich schätze, Emma macht sich sonst auch Sorgen. Und es war ja nur ausgemacht, dass sie nur ganz schnell eine Kleinigkeit zusammen essen gehen dürfen. Okay. Was passiert hier? Irgendwer weint. Ivy, warum weinst du? Einfach so. Okay. Die tanzen immer alle. Irgendwie nervt mich das. Wir schalten das jetzt aus. Und Emma, dann könntest du eigentlich auch schon dein nächstes Kind zeichnen. Gut, dann suchen wir uns jetzt eine Pose für Daisy aus. Also dann zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Dann nehmen wir hier einfach irgendwelche Modelposen. Ja, machen wir einfach mal das. Ich hoffe, das sieht gut aus. Und sieht das gut aus? Okay, das sieht doch ganz gut aus. Sie sieht uns zwar leider nicht an, aber das kann ich jetzt leider nicht ändern. Dann wird das unser Gemälde von Daisy. Und das Bild ist fertig. Wow, es ist wirklich toll geworden. Ich liebe diese Bilder. Also, falls ihr auch so eine Challenge macht, müsst ihr das auf jeden Fall auch machen. Ich finde nämlich, Bilder sind einfach nochmal viel schöner als die Fotos. Wow. Dann haben wir hier eben Daisy und hier haben wir Ivy. Und im nächsten Part werden wir dann Violet zeichnen. Dann werde ich es auch gleich umbenennen in Daisy Potter, Klammer 1. Und zum Abschluss werden wir jetzt Lenny schreiben. Denn eigentlich wollte ich diesen Part mit Lenny verbringen, aber irgendwie ist er einfach viel zu kurz gekommen. Deswegen schicken wir ihm jetzt einfach eine SMS. Eigentlich wollte ich nämlich, dass die beiden sich heute treffen. Aber ihr habt es ja selbst mitbekommen, dann ist auf einmal Sydney hier gestanden und wollte mit Emma zum Abschlussball gehen und keine Ahnung, was dann passiert ist. Wieso kniet Emma im Bett? Es passieren so viele Dinge, die ich nicht verstehe und aus diesem Grund beende ich jetzt den Part. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jeden Kommentar und über jedes Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!